Und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen leckeren Schokopudding ganz ohne Kochen, nämlich aus der Küchenmaschine bzw. aus dem Mixer mit nur zwei Zutaten, also perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch, wenn ihr Lust habt auf was Süßes als Snack oder auch gut als Dessert. Auch super zum Vorbereiten, wenn ihr Gäste bekommt, also einen Tag vorher zum Beispiel. Perfekt und richtig lecker, nicht zu süß, vegan ist das Ganze auch noch. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und unser Pudding ist gleich im Nu zusammengemixt. Und zwar braucht ihr dafür folgende Zutaten, also diese zwei Zutaten. Ist einmal Seidentofu, also nicht verwechseln mit diesem festen Tofu-Block. Es muss wirklich dieser wabbelige Seidentofu sein, denn der eignet sich hervorragend für Desserts. Und keine Sorge, man wird es nicht rausschmecken. Und dann brauchen wir als zweite Zutat Schokolade. Und zwar habe ich jetzt die schon mal geschmolzen. Und zwar ist es dunkle Schokolade. Und natürlich je höher der Kakaoanteil ist, desto besser, denn desto schokoladiger wird das Ganze dann schmecken und desto weniger Zucker ist enthalten. Und dann ist es auch vegan. Dazu erkläre ich euch dann mehr auf meinem Blog. Ja, und diese zwei Zutaten kommen jetzt in den Mixer. Dann wird das Ganze gemixt und fertig ist die ganze Geschichte. Richtig genial und total cool. Wem das Ganze dann nicht süß genug sein sollte, da könnt ihr dann zum Beispiel noch nachsüßen. Entweder mit ein bisschen Kokosblütenzucker oder Xylit zum Beispiel. Oder ihr könntet auch zwei Datteln nehmen oder so. Also einfach nach Geschmack ein bisschen könnt ihr variieren. Und die Möglichkeiten werde ich euch dann auch noch auf meinem Blog aufschreiben. Und nach kurzem Mixen ist das Ganze auch dann schon fertig. Ihr könnt natürlich auch selber entscheiden, wie viel Schokolade ihr drin haben möchtet, also wie schokoladig, ob ihr da eine ganze Tafel Schokolade verwendet oder weniger. Das ist dann vollkommen euch überlassen und mit der Süße auch. Ja, und jetzt kann ich das abfüllen und mein Schokopudding ist schon fertig. Entweder kann ich das jetzt noch kühlen im Kühlschrank, dann wird die ganze Masse noch etwas fester und erinnert auch an Mousse Schokolade. Oder ihr könnt es sofort vernaschen. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich abfüllen, so wie ihr möchtet. Ich habe es jetzt in Schüsselchen abgefüllt. Das erinnert mich dann immer an den Pudding, wie das bei Oma immer war, wo wir dann Pudding gekocht haben. Das war ja eins von den ersten Gerichten, wo ich so gelernt habe zu kochen, selbst natürlich noch mit diesem Pudding-Pulverpäckchen. Ja, oder ihr könnt es natürlich auch in Gläser, in schöne Weggläser oder so füllen. Das ist alles euch überlassen. Und jetzt dekoriere ich den Pudding noch ein bisschen, damit ich noch ein bisschen mehr zum Snacken habe. Und zwar habe ich hier selbstgemachtes Granola. Das passt sehr gut dazu. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht, also das ist Knuspermüsli. Das verlinke ich euch dann da oben oder auch in der Infobox. Dann gebe ich noch ein paar Kakaonips drüber, dann hat das Ganze noch ein bisschen Crunch und schmeckt noch schokoladiger. Das ist übrigens ohne Zucker und schmeckt hervorragend zu Desserts oder auch zum Frühstück, zum Müsli zum Beispiel. Und damit ich noch ein bisschen Kontrast habe, gebe ich noch ein bisschen Kokoschips dazu oder Kokosraspeln würden sich auch super eignen. Ich liebe ja Kokos und deshalb gebe ich das noch ein bisschen drüber. Und fertig ist euer leckerer Pudding ohne Kochen mit zwei Zutaten. Total einfach, total easy peasy. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Vor allem, wenn man am Abend zum Beispiel auch mal Lust hat auf noch eine Kleinigkeit, was Süßes, ein Dessert oder so, ist ja ruckzuck zusammengemischt und dann könnt ihr das einfach genießen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das ausprobiert. Wie immer könnt ihr mir gerne Fotos schicken von euren Kreationen und das geht am besten bei Instagram unter dem Hashtag Frau Jannik. Ich freue mich jedes Mal riesig über eure Fotos. Und natürlich die Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujannik.com. Ja, und dann freue ich mich schon auf eure Kommentare auf dem Blog oder hier auf YouTube. Ich genieße jetzt hier meinen leckeren Schokopudding. Ich hoffe, ihr bald auch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.